Ich hatte 2020 ein Erlebnis in Kambodscha, das mein Leben komplett auf den Kopf gestellt hat und alle meine Vorstellungen über die Welt einmal über Bord geworfen hat. Und zwar habe ich damals eine Weed-Pizza bestellt, habe ich zumindest gedacht. Und es hat sich dann allerdings wenig später herausgestellt, dass irgendwelche hochdosierten psychedelischen Substanzen auf dieser Pizza waren. Ich weiß bis heute leider nicht, was das war. Es war auch meine erste Erfahrung in diesem Bereich und gleichzeitig auch die tiefste. Also es ging richtig, richtig tief auf die andere Seite sozusagen. Einmal wie bei einer Nahtoderfahrung ans Ende des Tunnels. Da habe ich einige sehr spannende Erfahrungen machen dürfen. Viele Lehren daraus gezogen, die ich auf mein heutiges Leben bis heute anwende. Und ich wollte das unbedingt mal detailliert mit euch teilen. Und daher habe ich einfach mal im Podcast-Style ein bisschen drauf loserzählt, was mir widerfahren ist. Es ist eine Geschichte mit vielen Höhen und vielen Tiefen, aber auch mit ein bisschen Weisheit und ein bisschen Fun. Ich wünsche euch einfach viel Vergnügen. Lasst mich gerne wissen, wie ihr das Ding fandet. Und ciao! Wie man das so kennt, auf einem klassischen Backpacker-Trip sind wir irgendwann in einem Hostel gelandet, einem Mad Monkeys, dem einen oder anderen sagt das vielleicht was, wo es hauptsächlich um Party ging. Und eines Nachts haben wir dann auch wild durchgefeiert und am nächsten Tag waren wir entsprechend verkatert und dachten uns so, komm, lass mal eine Weed-Pizza holen, um einfach mal ein bisschen zu chillen, früh ins Bett zu gehen und am nächsten Morgen früh die Fähre zu catchen. Und schon kurz nach der Einnahme der Pizza fühlte sich das Leben irgendwie merkwürdig an. Ich weiß noch genau, wie wir da an einem Fluss entlang spaziert sind und die anfängliche Euphorie veränderte sich langsam so ein bisschen und es kam einfach so ein unruhiges Gefühl auf, wobei wir die Situation noch nicht so wirklich einschätzen konnten. Wir wussten ja nicht, was da gerade auf uns zukommt. Trotzdem entwickelte ich schnell das Gefühl, dass ich mich gerne ins Bett legen möchte. Und so gingen wir zurück auf unser Zimmer, was übrigens ein Dormroom war, also mit 5 oder 7 weiteren internationalen Gästen. Wer sich mit Psychedelika auskennt, der weiß auf jeden Fall, das ist nicht das optimale Setting für so eine tiefgreifende Erfahrung. Aber wir haben es zurück ins Zimmer geschafft und ich habe mich aufs Bett gelegt und dachte erstmal so, okay, jetzt kann ich mich entspannen, ein bisschen das Weed wirken lassen und danach wird es schon vorbei sein und alles wird wieder normal. Allerdings entwickelte sich die Unruhe eher in so eine Art inneres Chaos. Ich habe voll verlernt oder in dem Moment vergessen, wie ich den Fokus auf bestimmte Dinge halten kann. Mein Gehirn ist die ganze Zeit so hyperaktiv gewesen und ich habe alles Mögliche fokussiert. Also ich war einfach in so einem hochsensiblen Modus unterwegs, dass ich auf einmal alles sehen kann, was im Raum gerade passiert. Auch nur so Mikrobewegungen, zum Beispiel der Vorhang bewegt sich vom Wind und das registriert man ja normalerweise nicht unbedingt. Aber ich hatte einfach diese geweitete Sicht und war ein bisschen überfordert von diesen Eindrücken. Bin dann immer aufgestanden, habe das Licht ausgemacht und dachte mir so, okay, in der Dunkelheit wird das besser. Aber da war dann genau das Gegenteil der Fall und es wurde schlimmer und ich konnte auf einmal mehr hören und habe Dinge auf dem Flur gehört, Dinge außerhalb von dem Raum, die irgendwo im Hostel vorgingen. Und dann irgendwann kam aber in diesem Modus die Erkenntnis, okay, Moment, das kann eigentlich gar kein Cannabis gewesen sein, was wir hier gerade konsumiert haben. Das würdest du ja erkennen. Das müssen wahrscheinlich Pilze oder sonst irgendwas in die Richtung gewesen sein. Irgendwelche kambodschanischen Kräuter, wer weiß das schon so genau. In diesem Moment konnte ich dann auch für mich persönlich auf jeden Fall so loslassen. Ich konnte mich ein bisschen fallen lassen und mich der Substanz hingeben. Und das war auf jeden Fall der erste Wendepunkt von vielen in meiner Geschichte. Ich weiß noch, dass mir irgendwann ultra schlecht geworden ist. So, ich musste auf jeden Fall richtig heftig kotzen. Das war aber eigentlich gar nicht so schlimm für mich in dem Moment. Also das war dann schon so, okay, Kontrolle ist abgegeben. Ich versuche gar nicht mehr, mich gegen irgendwas zu wehren. Und das Coole war, dass ich mich dann hingelegt habe und ich habe in das einzige Bild, was in diesem Raum war, reingeguckt und das war so eine Abbildung von der Landschaft. Da waren so Berge drauf zu sehen und ich gucke so in die Berge. Und auf einmal kristallisiert sich aus diesen Bergen halt ein Gesicht heraus. So, das war so ein freundliches Gesicht. Ich dachte mir so, geil, endlich ein Gesicht so auf meinem Trip. Das hat mir gerade noch gefehlt so. Aber also nicht so psychemäßig, sondern das war wirklich so Vater, so Beschützer. So mein Instinkt hat mir gesagt, okay, das ist ein wohlwollendes Gesicht. Ich hatte irgendwie so eine Assoziation von, das ist jetzt mein Schutzengel. So typisch Vaterfigurmäßig habe ich dann so als energetischer Sohn gesagt, okay, Vater, komm, wenn du mich jetzt hier mitnehmen willst auf den Trip, dann zeig mir doch einfach,
was du mir zeigen willst. Und ich habe so mit voller Überzeugung mich einfach dem Trip hingegeben. Und das war dann auf jeden Fall der Wendepunkt, wo ich in diesem Trip so in die nächste Dimension gefallen bin irgendwie. Und es wurde dann so schon typisch psychedelisch, also überall waren Muster, vor allem Mandalas, die sind so erschienen und die Mandalas haben sich umgewandelt in Wellen, die die Mandalas zusammen dann ergeben haben. Also die ganzen Wellen zusammen ergaben eigene Muster, die dann zusammen wieder größere Muster ergeben haben. Und so Stück für Stück hat sich dann die ganze Welt um mich herum aufgelöst und auf einmal war ich nur noch ein Teil von diesen Frequenzen, von den geometrischen Strukturen und ich wusste einfach gar nicht mehr, was abgeht. Ne? Ich dachte mir so, okay, schön, schöne Dimension, auch eine nette Realität hier. Das war dann so die erste Hochphase auf dem Trip. Also nach der ganzen Panik, die ich vorher hatte, habe ich jetzt gedacht, okay, geil, endlich passiert mal irgendwas Schönes. Ich habe gesehen, oh, ich habe ja auch noch einen Körper. Ist ja auch nicht schlecht, fand ich auch cool in dem Moment. Also alles war schön und easy. Das Problematische an der dann wieder materiell gewordenen Welt war halt, dass einer von meinen Friends komplett verdurstet ist. So, scheiße, ne? Kambodscha, folgendes Problem, du kannst natürlich das Leitungswasser da nicht trinken. Aber so dachte ich als kleiner Held mir, komm, du bist jetzt ja wieder am Start, es ist ja alles ganz normal. Okay, ein bisschen schwingt das hier noch so und so, aber du kannst dem ja jetzt einfach mal einen Gefallen tun und ein bisschen Wasser besorgen. Schon an der ersten Abzweigung, wo man einfach nur nach links oder rechts gehen konnte, ich glaube, es wäre im Endeffekt scheißegal gewesen, ob ich links gehe oder rechts, hatte ich halt das Problem, dass ich mich einfach nicht entscheiden konnte und ich weiß nicht, wie lange ich da stand. Bis ein Mitarbeiter vorbeikam und dann habe ich dem gesagt, ich brauche Wasser, mein Junge. Ich hatte meine beiden Flaschen dabei, die ich auffüllen wollte, unten an der Theke. Da kam also mein Engel, der mir erneut erschienen ist und gesagt hat, ja komm, folg mir einfach, mein Junge, wir gehen schnell runter, da gibt's Wasser. Also fokussiere ich mich massiv auf den, weil ich hatte echt Angst, dass ich den verliere. Also starr ich richtig in den rein. Ich habe in seinen Rücken reingestarrt und ich habe mich gefühlt wie so ein Stier, der halt auf ein rotes Tuch guckt und das jagt. Und da bin ich ihm so hinterhergelaufen, so richtig Fokus auf das T-Shirt. Du darfst den nicht verlieren. Wenn du den verlierst, dann bist du weg, weil ich komme hier überhaupt nicht mehr klar in diesem riesigen Labyrinth von Hostel, was eigentlich nur aus zwei oder drei Etagen bestand. Also war jetzt nicht so kompliziert. Tatsächlich sind wir dann auch so bis zur Bar gekommen. Ich war jedenfalls froh, dass ich dann an der Bar war und überreiche dem Barkeeper so meine beiden Flaschen. So geil, jetzt geht's Wasser, kannst wieder hochgehen. Aber dann kam das Problem, dass es ja gar keine Zeit mehr gab und der Barkeeper nimmt so die Flasche und füllt die auf. Und das Problem war, in meiner Realität hat dieses Auffüllen der Flasche locker eine Stunde gebraucht. Also ich sehe so, wie der die Flasche auffüllt und er hat so einen Finger breit drin. Und für mich war es schon, dass ich dann schon angefangen habe zu überlegen, okay, sollst du dem sagen, ja, das reicht, komm, ich brauche nicht so viel, das reicht mir jetzt, ich gehe wieder hoch. Da kam wieder meine innere Stimme, die gesagt hat, was soll der von dir denken? Der denkt, dass du geisteskrank bist, das kannst du nicht machen, du musst jetzt schon warten, bis er die Flasche aufgefüllt hat. Und diese inneren Konflikte hatte ich mit jedem Milliliter, der da reingefallen ist. Es war wirklich die längste Phase, die ich in meinem Leben jemals so bewusst durchgestanden habe. Ich habe gefühlt jede Millisekunde von diesem Augenblick genauestens mitbekommen. So zog sich das über Stunden, bis die Flasche dann endlich voll war und ich dachte so, boah, da ist alles von mir abgefallen. Aber dann hat er einfach die andere Flasche genommen und das ganze Spiel ging wieder von vorne los. Ich gehe jetzt nicht wieder ins Detail, das würde langweilen. Aber es ist wieder dasselbe passiert wie vorher und ich dachte mir so, kann nicht sein. Aber ich habe dann auch wieder aufgegeben. Und aufgeben ist auf jeden Fall immer ein gutes Ding in dieser Situation. Und dann war es irgendwann geschafft, beide Flaschen waren voll, ich war der Held, ich drehe mich um und ich stelle fest, okay, du bist auf einer Party gelandet. Auf einmal waren zig Leute um mich herum, es war halt ein Partyhostel, logischerweise war da auch eine Party. Und auf meinem Hinweg und während des Wartens auf die Wasserflasche habe ich das einfach überhaupt nicht bemerkt. Da dachte ich mir auch schon wieder so, okay, ich habe das Gefühl, der Trip ist vielleicht noch nicht ganz vorbei und ich sollte mal gucken, dass ich ganz schnell wieder auf das Zimmer komme. Aus dem Schnell wurde dann langsam. Und ich weiß nicht mehr genau, wie ich zurückgekommen bin, aber ich habe auf jeden Fall das Zimmer gefunden. Ich habe das Wasser überreicht und das war meine Wasser-Abenteuer-Story. Dann wurde es auf jeden Fall nochmal surrealer. Es ging jetzt so ein bisschen in den Bereich von Nahtoderfahrungen. Und zwar war das aber ein bisschen abstrakt. Und ich habe mir Gedanken gemacht über mich selbst und über meine Persönlichkeit. Und ich habe dann einfach direkt so als Spiegel vor mir gesehen, was ich eigentlich bin. So, ich habe quasi in mich selbst hineingeguckt und habe gesehen, aus welchen Bestandteilen meine Persönlichkeit besteht. Also das war wie
als würde ich eine Mauer angucken und in dieser Mauer waren tausende Erlebnisse, die dazu geführt haben, dass ich so bin, wie ich bin. Dann wurde so ein bisschen reingezoomt und ich bin halt in verschiedene von diesen Erlebnissen nochmal reingegangen und habe die nochmal durchlebt. Zum Beispiel kann ich mich noch gut daran erinnern, dass ich auf einmal gesehen habe, wie ich als Kind mit meinen Jungsfreunden auf dem Dorfplatz Fußball gespielt habe. Und ich war dann auf einmal wieder dieser kleine Junge, der den Ball tritt und sich darüber freut, dass er seinen Kollegen in die Eier schießt. Ich hätte jetzt nicht sagen können, dass ich gerade am Trippen bin oder dass ich träume oder so, sondern ich war halt in diesem Moment dieser Junge. Aber dann hat sich die Perspektive geändert und ich habe so von oben drauf geguckt und ich hatte so das Gefühl, dass ich diese gesamte Situation eigentlich bin. Also das Ich-Gefühl hat sich in dieser Situation komplett aufgelöst und ich habe mehr das Ganze so wahrgenommen. Das ist ein bisschen schwierig zu beschreiben mit Worten. Aber das ist dann Stück für Stück mit mehreren Erlebnissen in meinem Leben passiert, dass ich immer wieder sowas gesehen habe, wie zum Beispiel, ich gehe mit dem Hund spazieren. Das hat mich geprägt. Aber dann habe ich plötzlich so ein Gefühl bekommen für den Hund und für den Wald und für mich und für die Situation. Also als wäre ich eine Dimension weitergegangen. Irgendwann, nachdem halt mehrere von diesen Situationen durchlebt wurden, das Gefühl gehabt, okay, ich habe verstanden, was du mir sagen wolltest. So, okay, ich habe gecheckt, was ich bin und warum. Und dann wurde aber diese Mauer mit so einem Vorschlaghammer komplett zerschlagen. Ich wurde einfach zerstört. Da war dann von mir nicht mehr so viel übrig. Das hat sich für mich angefühlt wie tot. Dann waren auch diese ganzen Bilder und Frequenzen und goldene Wellen und alles, was dazugehört, einfach weg. Und es war nur noch eine Dunkelheit da. Und das war so ein bisschen Gefühl von, das ist das, worauf die ganzen Erlebnisse, Gedanken, Emotionen draufgemalt werden. So, das ist quasi die Leinwand und alles andere, was passiert, findet auf dieser Dunkelheit statt. Aus dieser Dunkelheit heraus bildeten sich dann wieder Wellen. Diese Wellen wandelten sich irgendwann um in so eine Art Regen, goldener Regen, also Regen, der aussieht wie Wellen, der von oben kommt, von unten, der so durch einen durchschießt. Und man selber hat natürlich keinen Körper in dem Fall, sondern man ist mehr so ein Geistwesen und die Wellen kommen von überall und man fliegt so da durch. In dem Moment habe ich mich aber gefühlt, als wäre ich zu Hause. Vielleicht kennt man das, wenn man auch ausgezogen ist von zu Hause, wieder nach Hause kommt, man fühlt sich irgendwie vertraut. So, man kennt den Geruch, man kennt die Leute, man weiß, okay, hier fühle ich mich aufgehoben. Und genau dieses Gefühl hatte ich mal tausend in dem Bereich, in dem ich mich da aufgehalten habe. Das war auf jeden Fall die Story. Es ist noch viel mehr passiert, aber man muss ja auch gucken, dass man jetzt nicht hier tausend Jahre erzählt, ist ja langweilig. Das hat auf jeden Fall komplett meine Sicht auf die Dinge, auf das Leben natürlich verändert, wie man sich vorstellen kann. Ganz klar ist, dass ich halt keine Angst mehr habe vor dem Tod. Vorher habe ich mir auch nicht wirklich Gedanken darüber gemacht, aber ich habe das Gefühl, jetzt mittlerweile so interpretiere ich das, dass die Todesangst so eine Angst ist, die man in vielen anderen Dingen aus Versehen auch kultiviert. Zum Beispiel, wenn man sich verändern möchte in seinem Leben, wenn man anders sein will, als man bisher ist, wenn man seine Persönlichkeit wechselt, hat irgendwie auch was mit der Angst vorm Tod zu tun, weil man ja seine alte Persönlichkeit damit aufgibt, weil man auch da quasi mit dem Vorschlaghammer auf etwas eindrischt, was eigentlich sowieso nicht real ist. Also das ist ja eh nur ein Abbild von dem eigenen Selbst, was man sich so einredet, was gar nicht zwingend real sein muss. Dadurch, dass ich halt die Angst nicht mehr habe, so zu sterben, hafte ich auch nicht so wirklich an solchen Dingen an, wie zum Beispiel, was denke ich über mich selbst. Es ist viel einfacher jetzt geworden für mich, halt einfach die Zustände zu akzeptieren und nach meinem eigenen Gefühl so zu handeln. Ja, das ist alles so ein bisschen kryptisch und es bewegt sich im Bereich von Gefühlen. Ich glaube, das Gefühl, das ich am stärksten dadurch mitbekommen habe, ist halt Urvertrauen. Also einmal dieses Urvertrauen in, es ist alles gut so, wie es ist. Manchmal krass, was hier so abgeht auf der Welt, aber das hat irgendwo seinen Platz. Das muss vielleicht auch so sein. Danach kommt die Belohnung. Mach einfach das Beste draus. Und nach dem Credo lebe ich heute auf jeden Fall. Daher wollte ich diese Geschichte teilen. Schreibt mir gerne mal, was ihr davon gehalten habt. Habt ihr auch schon mal sowas Ähnliches erlebt? Das würde mich tatsächlich sehr interessieren. Und ansonsten, mach's gut.